Willkommen zur neuen Folge der Nintendo eShop Selection. Hier sind Dennis Hiller und Hagen Geritz von gamersglobal.de. Die Temperaturen steigen, die Pflanzen beginnen zu blühen und deshalb wollen wir euch heute auf den Frühling einstimmen. Passend dazu lassen wir euch in Stardew Valley, My Time at Portia und Farm Together zum Hobby-Landwirt werden. In Stardew Valley macht ihr euch auf, euren zweiten Frühling einzuläuten. Euer selbst erstellter Charakter ist seines Lebens in den Diensten der Großkonzerne überdrüssig und nimmt sich der verlassenen Farm seines Großvaters im Sternentautal an. Das verfallene Grundstück säubert ihr, indem ihr Bäume fällt, Steine zerhaut und Gras mäht. Aus den gewonnenen Rohstoffen fertigt ihr Werkzeuge, mit denen ihr eure Felder bestellt, um dort allerlei Obst und Gemüse anzubauen. Die charmanten Dorfbewohner sind immer für einen Plausch zu haben, und es tut auch einfach gut, den Blick über den eigenen Grund schweifen und fünfe gerade sein zu lassen. Wenn euch der Sinn nach etwas weniger Friedvollem steht, dann lohnt sich ein Ausflug in die Minen. Hier sammelt ihr nicht nur diverse Minerale, auch garstige Monster trachten euch hier nach dem Leben. Nach dem kalten Winter weckt der Frühling euren Tatendrang? Den könnt ihr in My Time at Portia ausleben. Die Lebenssimulation bietet jede Menge zu tun. Ihr baut Möbel und Werkzeuge für Auftraggeber, pflegt Tiere und Pflanzen am Hof, schließt Freundschaften, levelt auf und bekämpft Monster. Wenn ihr es denn fertig bringt, in diese knuffigen Gesichter zu schlagen. Mit Hilfe der netten und teils verrückten Nachbarn baut ihr rasch eure ersten Stücke. Für spannende Großprojekte wie Brücken braucht ihr etwas Geduld. Um die Brückenteile zu machen, baut ihr zunächst Arbeitsstationen wie den Steinofen. Den Ofen braucht ihr, um Erz zu schmelzen, das ihr in den Ruinen einer untergegangenen Stadt sammelt. Doch stresst euch nicht, die Verfeinerung von Materialien benötigt einige Stunden des virtuellen Tages. Gestaltet die Wartezeit, wie ihr wollt. Besucht ein Fest, verschönert euer Haus oder beobachtet den Tagesablauf der Bewohner. Im kunterbunten Portia gibt es stets zu tun und genau darin liegt der Reiz. Ob es regnet, stürmt oder schneit, die Feldarbeit macht wie so viele andere Sachen auch in der Gruppe am meisten Spaß. Farm Together lässt euch daher nicht nur einen eigenen Landwirtschaftsbetrieb aufbauen, ihr könnt jederzeit Freunde oder Fremde ins Spiel einladen. Gemeinsam oder auch alleine gilt es dann, Wiesen umzugraben, neues Obst und Gemüse auszusäen und abzuwarten, bis es erntereif ist. Im weiteren Verlauf dürft ihr auch Tiere wie Hühner oder Fische auf eure kleine Farm holen. In Farm Together durchlebt ihr nacheinander alle vier Jahreszeiten. Frühling, Sommer, Herbst und Winter dauern je 17 Minuten. Besonders angenehm ist, dass euch das Spiel keinen Druck macht. Die Zeit läuft weiter, auch wenn ihr den Titel beendet habt. Eure Güter verderben aber nicht und so könnt ihr ganz entspannt eurem eigenen Zeitplan folgen. Das war es für diese Ausgabe der eShop Selection. Bis zur nächsten Folge.